Wir sind mitten in der Fastenzeit und ich wollte unbedingt mal einen Menschen einladen, der es fertig bringt, 40 Tage ohne feste Nahrung zu leben. Was das bedeutet, was es ihm bedeutet, ob man das nachmachen soll und was das für Vor- und Nachteile hat. Herzlich willkommen, Tim Kruse. Also ich habe das zweimal gelesen hier, Tim Kruse, 40 Tage Fasten von einem, der mal Ballast abwerfen wollte. Wie kamen Sie auf die Idee? Die Idee kam mir im Urlaub in Italien. Plötzlich hatte ich die Idee, Sie werden das kennen, man muss etwas machen. Und da war die Idee, ich faste 40 Tage und ich habe es gemacht. Aber Baden-Baden spielt dabei auch eine gewisse Rolle. Man hat mir gesagt, der Entschluss, das auch durchzuziehen, sei hier in der Lichtenthaler Allee gereift. Ungefähr. Es gab damals das Rainbow Spirit Festival in Baden-Baden. Und da bin ich hingefahren wegen der Musik, weil ich indische Musik mag und auch viele Urlaube in Indien verbracht habe. Und da stand ein Guru rum und hielt einen Satsang. Das ist sowas wie... Naja, ein Gespräch untereinander, aber er hat dann angeblich den Draht zu Gott. Und danach durfte man diesen Guru umarmen. Und dann habe ich gedacht, mache ich das auch mal? Und bin seltsamerweise dabei heulend zusammengebrochen. Und da kam diese Idee mit dem Fasten nochmal hoch und hat sich vertieft, wo ich merkte, irgendwas gibt es ganz offensichtlich, was jenseits von dem ist, was wir uns vorstellen. Also nochmal, hier in der Lichtenthaler Allee war ein Guru, der saß da auf einer Bank und jeder, der vorbeiging... Der war im Rahmen dieses Festivals. Ja, und den durfte man umarmen. Genau. Und dann fängt man an zu weinen. Mann nicht, ich. Ja. Warum würden Sie mir denn jetzt empfehlen, wenn der wieder da sitzt, dass ich den mal umarme, damit ich eine Erleuchtung kriege? Oder? Auf gar keinen Fall. Also das ist eine sehr große Geschichte, die da dranhängt. Dann kommen wir jetzt aber weg vom Fasten. Ja, ja, wir gehen gleich wieder ins Fasten. Okay, ja. Also ich bin nach den 40 Tagen Fasten, bin ich seltsamerweise 40 Tage später nach Indien geflogen, bin in den Ashram von diesem Guru und bin da hängen geblieben. Also da spielen seltsame Entscheidungen auch eine Rolle. Das ist eine unglaubliche Energie, die da herrscht. Man ist unfassbar wach, kann ich sagen. Man lebt sehr gesund und... Man hat einfach ständig sowas wie spirituellen Kontakt. Nun ist Spiritualität auch ein Riesengeschäftsfeld. Und das war mir damals nicht so klar. Da war ich wirklich, obwohl ich als Journalist kritisch sein sollte, war ich naiv und ich bin dem gefolgt. Vielleicht darf ich das mal ganz schnell meinen Zuschauern sagen. Er ist Kollege von mir, arbeitet unter anderem beim Norddeutschen Rundfunk, hat eine eigene Produktionsgesellschaft, macht Filme und ist ein Feature-Journalist. Ja. So, ja. Und ich bin dann bei diesem Guru hängen geblieben, bin nach Deutschland zurückgeflogen, habe meine Familie informiert, dass ich alles hinschmeiße und einem Guru folge. Bin zu meinem damaligen Chef beim NDR und habe dem gesagt, ich steig aus. Das war's. Der hat natürlich dann auch seltsam geguckt. Und dann bin ich tatsächlich mit diesem Guru um die Welt gereist, war also in Kanada, den USA, in ganz Europa. Ja, was heißt mit dem Guru um die Welt gereist? Sie haben ihm einen Koffer getragen oder was? Ja, ich war sowas wie der Chauffeur und Kofferträger. Also ich bin sozusagen von meiner Position als auch Vorgesetzter wirklich runtergestiegen und habe gedient. Können Sie bei mir zu Hause auch machen. Also. Wenn Sie ein Guru wären, vielleicht sind Sie einer. Und wie lange hat das denn gedauert, dass Sie dachten, das ist etwas Wertvolles für Sie? Ich bin noch nicht mal selber drauf gekommen, muss ich sagen, dass hinter dieser ganzen Guru-Nummer etwas steckt, was einen großen Verlogenheitscharakter hat. Also ich bin 8 Monate mit dem Guru rumgereist und der Guru hat 5 Frauen um sich herum. Und diese 5 Frauen machen alles für ihn. Angeblich keinen Sex, aber auch das ist gelogen. Und eine von diesen Frauen verliebte sich in mich. Aber jetzt wissen Sie, warum das gelogen ist. Naja, und vor allem wollte sie auch mehr. Und... da gehen wir jetzt nicht drauf ein unbedingt, aber auf jeden Fall bekam das der Guru mit. Und dann flog ich raus. Aha. Also er schmiss mich raus, er setzte mich im Wald ab und sagte, das war's. Was, wie er setzte sie im Wald ab? Er fuhr mich, ja, es ist so eine lange Geschichte, da schreibe ich auch gerade ein nächstes Buch drüber. Er holte mich am Strand ab, wo ich gerade war mit dieser Frau, sagte, steig ein. Das läuft immer alles auf Englisch mit Gurus.
also get in the car. Und dann sind wir in den Wald gefahren. Dann hat er mich da abgesetzt. Dann wurden meine Sachen geholt aus dem Ashram. Das war in Schweden. Und meine Sachen wurden abgeladen und das war's dann praktisch. Aha. Und dann gab es halt eine Pause bei Ihnen und Sie haben sich überlegt, was mache ich jetzt weiter? Ja, ja. Also ich hatte ja alles aufgegeben. Meine Freundin hielt zwar noch zu mir, aus Größe, muss ich wirklich sagen. Das war großartig von ihr bis heute. Ist das die Frau, der Sie das Buch geweiht haben? Ja, ja, ja. Das ist auch für Gabi. Also das für ist auch Gabi. Mein Fastenbuch ist auch eine kleine Liebesgeschichte an Gabi. Also Gabi gibt es noch? Immer noch, ja, ja. Das werde ich auch immer gefragt. Ja. Die ist Ihnen nicht weggelaufen? Nee, da hat sie wirklich unglaubliche Größe. Donnerwetter. Ja, ja. So, jetzt zum Fastenbuch. Also, ja. Sie haben 40 Tage gefastet. Am Ende kam die Erleuchtung. Nein. Nein. Sonst säße ich nicht hier. Dann erzählen Sie mal die wesentlichen Etappen des Fastens und was wir davon lernen können. Also Fasten beginnt immer gleich mit Glaubern. Also man macht einen Entlastungstag, wo man nichts Schweres mehr isst. Dann schluckt man Glaubersalz, ungefähr 1,5 Liter, und dann entleert man sich. Also der Darm entleert sich komplett. Also alle, die schon mal gefastet haben, kennen diese Nummer. Ich habe auch schon dreimal gefastet. Sie haben allerdings da einen Trick eingeführt, den finde ich sensationell. Genau, also normal, also Fastenexperten raten, man soll 1,5 Liter Glaubersalzwasser trinken. Und Glaubersalzwasser schmeckt ungefähr so wie die Essenz einer verdunsteten Monsterwelle. Mhm. Es ist schrecklich. Mhm. Also der Mund möchte sich umstülpen, wenn man das trinkt. Und davon 1,5 Liter geht nicht. Mhm. Also trinke ich immer nur 0,3, 0,4. Und schütte danach dann immer noch mindestens 1 Liter Apfelschorle hinterher. Und dann vermengt sich das im Magen. Das ist nicht ideal, das gebe ich zu, aber für mich ist es leichter. Also der Fasteneinstieg ist jetzt schon mal leichter gemacht. Dann geht's auf jeden weiter. Fall, das ist ein guter Tipp für alle, die es probieren wollen. Dann leidet man 3 Tage, weil man noch nicht umgestellt hat von äußerer auf innere Ernährung. Das heißt, der Körper erwartet immer noch Nahrung, kriegt aber keine und ist damit natürlich höchst unzufrieden. Das heißt, man hat Hunger, schlechte Laune und ist ich auf jeden Fall extrem mies drauf. Und dann kommt es ganz plötzlich, meist bei mir am 3., manchmal am 4. Tag, man kriegt einen unfassbaren Energieschub. Und das ist der Punkt, an dem der Körper plötzlich umschaltet, von äußerer auf innere Ernährung. Das heißt, alles, was wir in uns haben, nimmt er plötzlich auf und muss sich nicht mehr mit dem ganzen Verdauungssystem beschäftigen. Es ist ja für den Körper eine unglaubliche Anstrengung, wenn ich ein Käsebrot esse, das in Körpersubstanz zu verwandeln. Ist ja ein Wunder, muss man auch sehen. Und dass er das nicht mehr machen muss, sondern einfach nur noch Energie aus sich herausnimmt. Das ist das Tolle. Und das heißt, das trägt einen auch. Das haben Sie dann auch ärztlich sich bestätigen lassen? Genau. Bei allen Tests, die Sie gemacht haben, hat man festgestellt, der hat eine Power wie nie zuvor. Es war unglaublich. Also ich bin Radfahrer, fahre jeden Tag ungefähr 30 Kilometer. Also zumindest damals, als ich noch ein bisschen außerhalb von Kiel wohnte. Und habe 300 Watt am Anfang getreten. Das ist, also man setzt sich auf so ein Fahrrad, das kriegt dann alle, das kennt man, ne? Und das ist gut. Und ich habe nach 4 Wochen ohne Nahrung 400 Watt getreten. Damit können Sie ja fast zur Tour de France. Ja, wirklich. Also nein, also Jan Ulrich macht 650. Das ist dann nochmal, aber ich sag mal, ein Leistungssportler macht 400. Mhm. Und das war ich nicht. Und das ist für mich auf jeden Fall ein klarer Beweis, dass Fasten auf jeden Fall was macht. Wann hörte der Hunger auf? Nach 3 Tagen. Sobald also, Glaubersalz trinkt man in Zukunft verdünnt. Mhm. Nach 3 Tagen... 3 Tagen muss man sich durchkämpfen. Fängt der Hunger an aufzuhören und dann geht's weiter. In welchen Hauptetappen? Dann kommt diese euphorische Zeit, wo man so viel Energie hat. Auch das sind Wellen, wie alles im Leben. Es gibt Phasen, wo man sich toll fühlt und es gibt Phasen, wo man sich wirklich schlecht fühlt. Auch da, wie im Leben. Also auch gehen wir in den 20. Tag. Wie haben Sie sich da gefühlt? Wollen wir nachlesen? Nein. Zwei Tage weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf. Also ich weiß, der 21. Tag zum Beispiel war ein toller Tag. Da fühlte ich mich unfassbar gut. Also da wusste ich, da sind 3 Wochen um, was ja schon eine Strecke ist. Und da fühlte ich mich unglaublich gut und merkte, Mensch, es ist über die Hälfte schon um. Und 40 Tage sind lang. Vor allem, wenn man fastet, hat man so viel Zeit, weil man ja nicht isst. Und da merkte ich, Mensch, 21 Tage, mir geht es gut, ich leide unter nichts. Ich habe keine Gebrechen, keine Probleme, gar nichts und bin glücklich. Wenn man Marathon läuft, soll ab Kilometer 35 soll der innere Schweinehund sich laufend melden. Also so die letzten 5, 6 Kilometer sollen ganz besonders schwer sein. War das auch mit den letzten Fastentagen so? Ja, ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Mir ging es auch am 36. Tag schlecht. Da hatte ich eine leichte Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wo die herkam, weiß ich nicht. Ich habe vermutlich, ich habe immer wieder sehr verdünnte Schorlen getrunken, also Apfelschorle meist. Und einmal habe ich... Ich wollte unbedingt einmal puren Apfelsaft trinken. Es war nur ein Schlückchen und das hat vermutlich meine Bauchspeicheldrüse nicht geschafft. Und das darf man also nicht beim Fasten. Sollte man vor allem nach 36 Tagen. Also lass mal die nicht. Fehler weg. Auf keinen Fall. Jetzt kam der 40. Tag. Ja. Waren Sie da froh? Ja.
Dass es vorbei ist. Auf jeden Fall, denn ich hatte mich in den 40 Tagen ja auch mal wieder ins Abseits katapultiert. Wenn man nicht isst, gehört man nicht zum sozialen Leben dazu. Das heißt, Ihre Umwelt hat auf Sie schlecht reagiert? Ja, absolut. Absolut, von Anfang an. Also als ich Freunden, Familie und Kollegen erzählte, ich würde für 40 Tage fasten, haben die mich alle für verrückt erklärt. Sie haben mir auch gesagt, ich würde kriegen, Zahnausfall, Schizophrenie, Inkompetenz, Impotenz, Inkontinenz, alles Mögliche. Ja. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Aber das mit der Impotenz war nah dran, oder? Ja, das kommt auch drin vor. Manche sagen, das Buch sei ein bisschen zu intim, aber das macht es vielleicht auch aus. Die Lust auf Sex vergeht absolut. Ab wann? Oh, relativ. Ja, das ist auch durchgehend. Also 14 Tage Fasten geht aber noch? Also bei mir ist das wirklich, wenn ich faste, ich habe jetzt im Januar wieder 9 Tage gefastet. Also ich habe erstens in den ersten 3 Tagen habe ich sowieso so schlechte Laune, da denke ich gar nicht an Sex. Und danach, wenn dieser Energieschub kommt, dann ist der mehr, Sex ist ja etwas nach außen orientiertes. Und dieser Energieschub ist doch in stark, ist also innerlich so schön, ja, soll ich sagen, erotisiert, aber mit sich. Also mit sich? Ja, man freut sich. Es ist ein ganz schönes Glücksgefühl in einem. Aha. Die arme Gabi, der sie das Buch geschrieben hat. Ja, da schreibe ich ja auch. Grüßen Sie sie herzlich von ja, uns. Ja, ja, ja. Da schreibe ich auch drin. Und Gabi beschwert sich nicht. Warum beschwert sie sich nicht? Was machen Sie jetzt eigentlich? Schreibe ich am Buch, also ich schreibe das Guru-Buch. Dringend einen Verlag. Obwohl ich mit Heine einen tollen Verlag habe, merke ich, dass ich mehr... Heine ist zu groß. Ich brauche einen Menschen, der sich um mich sozusagen mitkümmert. Aber Sie haben doch Gabi. Ja, ohne Gabi würde dieses Buch auch nicht so aussehen. Gabi ist auch Journalistin, hat das mehrfach redigiert. Schrecklich, also wir lagen abends im Bett, sie mit meinem Manuskript neben mir und ich so, oh Gott, hoffentlich ist sie nicht wieder so schrecklich streng mit mir. Und also sie hat dem Buch den Feinschliff gegeben, sodass Heine tatsächlich nichts gemacht hat. Na gut, also wir wollen jetzt nicht über Verlage hier diskutieren, nein, das steht mir auch nicht zu, das kann ich auch nicht beurteilen. Fasten kann ich ein bisschen beurteilen. Ja. Und was würden Sie denn jetzt nach dieser persönlichen Fastenerfahrung sagen? Würden Sie Zuschauern, die Gewicht verlieren möchten, die mal ein Erleuchtungserlebnis haben wollen, dazu raten? Oder würden Sie sagen, Vorsicht, erstmal zum Arzt? Vorsicht, erstmal zum Arzt würde ich definitiv nicht sagen. Denn jeder weiß, ob er fasten kann oder nicht. Wir geben immer unsere Eigenverantwortung ab, indem wir zum Arzt rennen oder alles Mögliche machen. Aber wir hören nicht mehr auf uns. Und unser Körper weiß, ob er fasten kann oder nicht. Und jeder menschliche, zumindest gesunde Körper, muss fasten können. Sonst gäbe es uns Menschen nicht mehr. Es gab nicht immer Supermärkte. Wir müssen ohne Nahrung auskommen können. Und das tut jedem gut. Man wird definitiv einige Kilos los. Die kommen, wenn man sein Leben nicht umstellt, natürlich wieder drauf. Keine Frage. Wie war das bei Ihnen? Was haben Sie verloren? Ich wog vorher 93, jetzt wie 95. Also. Aber Sie hatten zwischendurch 18 verloren. 17, ja. Ja, ja. Da sah ich auch wirklich schlimm aus. Also nach 40 Tagen, ich traf meinen Bruder in der Stadt und der meinte, Tim, das kannst du nicht unserer Mutter antun. Da meinte ich, ja, was denn? Dass du stirbst. Und das war dem völlig klar, ja? Dem war klar, dass ich sterbe. Ja, ja. Auch mein kleiner Bruder rief dann an, Mensch, Tim, hör doch auf, das kann doch so nicht weitergehen mit dir. Also 40 Tage rate ich keinem, wobei ich sagen muss, ich werde es nicht wieder machen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, denn ich habe die Erfahrung gemacht. Sie haben noch eine Erfahrung gemacht, das steht auch in diesem Buch und das überrascht mich so. Sie haben gesagt, am Anfang habe ich etwas gesucht, weil ich irgendwas hineingeheimnisst habe in diese 40 Tage Fasten. Und habe gedacht, vielleicht gibt es ja eine Erleuchtung. Ja. Es gab keine Erleuchtung, aber es gab eine Erkenntnis. Sie haben gesagt, ja. Ich habe das Paradies gesucht, aber mir ist hinterher klar geworden, ich lebe mitten im Paradies. Ja. Wie ist das zu verstehen? Wir sind im Grunde alle... Zu unbescheiden. Ja, und undankbar. Wir sind so undankbar. Was haben wir alles? Gucken, wenn wir uns angucken. Also wir tragen Sachen für, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Euro tragen wir am Leib? Oh. Ja, ich... Ist auch egal, also gut. Jeder weiß ja, das okay. Ja für sich. Wir können uns alles kaufen, immer. Keiner von uns hungert, hat jemals einen Tag gehungert. Vielleicht die ganz Alten, die über 70-Jährigen, die noch den Krieg mitgekriegt haben, die mögen gehungert haben, wir alle nicht. Uns geht's unfassbar gut und wir sehen es nicht. Wir leben im Paradies. Und wir sagen immer, ich habe nicht genug, ich brauche ein neues iPhone, ich brauche den Cayenne, ich brauche ich weiß nicht was alles. Und ich glaube, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Ich muss nichts mehr suchen, denn es ist alles da.
Dieser Mann, meine Damen und Herren, kann jetzt noch stundenlang erzählen. Er ist die Welt umsegelt, er hat lange gefastet, er ging als Guru durch die Welt. Mit Guru. Er hat seine Umwelt schockiert, er hat Gabis letzte Laune ausprobiert. Also Sie haben wirklich eine Menge erlebt, muss ich Ihnen sagen. Ja, das habe ich mir irgendwie so ausgesucht. Und die Eltern haben früher immer gesagt, Sie sind das schwarze Schaf. Ja, immer, immer. Ich habe einen großen und einen kleinen Bruder. Ich war immer in der Mitte. Und wie es offenbar häufig so ist, die mittleren Kinder sind die Schwierigen. Und ich war der Chaot und der am meisten Sorgen gemacht hat. Ich wusste aber auch, ich bin auch derjenige, der eigentlich auch am meisten geliebt wird. Aber ich wusste immer nicht, wofür. Und ich musste das irgendwie mir alles erproben. Also ich muss sagen, wenn alle schwarzen Schafe so sind wie Sie, wünsche ich mir ganz viele schwarze Schafe. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Tim Kruse, 40 Tage Fasten. Vielen Dank.